Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Also, ich denke mal, mit diesem Kampf werden wir garantiert sehr große Verluste den feindlichen Truppen zufügen. Ja, der dritte Venator ist hinüber. Yay! So lasse ich das doch schon eher über mich ergehen. Und ihr faulen Schweine, ihr drückt euch vom Kampf? Gibt's nicht. Yep. Wie sieht der Venator aus? Gut. Boah, wo kommen denn die ganzen? Kommen da noch mehr? Nee. Da, zum Angriff. Was ist denn mit dir los schon wieder? Wie geht's meinem Grievous? Überrascht gut. Tja. Ja, wird auch Zeit. Ja, genau. Ich brauche mehr Munizipent. Muni. Ich brauche mehr Muni. Muni. So. Oh ja. Oh ja, 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 den zeige ich. Ich habe das Gefühl, sie haben keine Lust mehr. Ja, ihre Flotte brennt. Ich meine, ist noch nicht mal angekratzt. Schrottverwertung, okay. Ach, guck mal. Wir haben ja auch total vergessen, uns auszurüsten. Kein Wunder, dass es so schlecht für uns läuft. Und langsam könnte ich mal wieder Verstärkung gut gebrauchen. Yep, langsam könnte ich wirklich Verstärkung gut gebrauchen. Ich habe vielleicht eine Idee, ich weiß nicht. Ich denke mal, die sind sauschlecht. Ich werde jetzt mal den Schildgenerator angreifen lassen. Sind die Schilde im Arsch, geht der Venator Schrott. Na, das hat sich jetzt nicht gereimt. Warte mal, ich finde gleich einen Reim. Geht der Venator... Nee, geht der Schildgenerator im Arsch? Was reimt sich auf Schildgenerator? Keine Ahnung. Ha, Verstärkung. Ich will nicht die Verstärkung. Das ist doch hier mal nicht. Also, wir haben gleich die Schildplatte. Also, das mit Verstärkung unterwegs hört sich immer gut an. Bisher sieht es noch ziemlich richtig gut für uns aus. Also, der Venator muss noch drin sein. Egal, ob ich verliere, der Venator muss weg. Und es sieht gut aus für uns. Das wird ein ruhmreicher Sieg. Feind abgeschossen. Wie geht's eigentlich meinem Grievous? Ja, der hält sich wacker. Schade, dass es keine Feldreparatur gibt. So, feuert aus allen Rohren. Den werden wir zeigen. Oh, hier machen wir mal hier richtig. Oh. Das wollte ich jetzt gerade nicht sehen. Ja, dem zeigen wir es. Ich sehe nur mein schönes Providenzkreuz da hinten brennen. Ein Grievous sitzt da hinten drin. Und ich höre mich schon schwul an. Ja, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Und da kommt der nächste. Ja, das. Die zeigen wir es. Oh, und da kommt noch einer. Jetzt bin ich hier richtig in Rausch. Ja. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler der Republik, die übermächtige KUS anzugreifen. Ja, er feuert nochmal aus allen Rohren. Jetzt zeigen wir nochmal, was in uns steckt. Wie? Ah, ne, das war ja ein kleiner. Tja. Ich dachte gerade, da kommt noch was Großes. Ich verstehe es nicht. Warum drehen sich die Schiffe? Der Feind ist hinter euch. Feuer, 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 Feuer! Ja, genau, so. Du übernimmst den. Feuern aus allen Rohren. Das können wir am besten. Ja. Okay, Leute, ich denke mal, das wird klappen. Ich habe das locker in petto. Oh. Der kommt überraschend. Raumstation beschädigt. Feuer frei. Feuer, Feuer, Feuer doch, Feuer doch. Oh, der ist auch fast im Arsch.
Ey, wo kommen denn die ganzen Truppen her? Wir haben doch, können doch nicht mehr viel haben. So, jetzt aber hier nochmal feuern aus allen Rohren. Ja, man sieht auch, dass ich sehr, sehr starke Geschosse habe, da die teilweise sogar das ganze Schiff durchschlagen. Ja, sauber. Ey, wo holen die die ganze Verstärkung her? Wo ist meine vor allem? Einen Moment mal, mir fällt gerade was ein. Ja, das ist mir auch gerade eingefallen, aber ich meinte jetzt eigentlich was anderes. Du Bomber, du hast den speziellen Auftrag, hier eine Schiffsreparaturstation zu errichten. Ich weiß nicht, ob das klappt, also, ob das die Geschütze wiederherstellt. Grievous hat einen erfolgreichen Kampf hinter sich. Ja, super, los, das schaffst du, Grievous. Guck mal, nur ein Kratzer. Einmal mit der, an der Landplanke lang geschabt. Ey, es reicht bald hier, ne? Okay, ich glaube, ich habe die Republik leicht unterschätzt. Wo holen die die ganzen Truppen her? Einfach nur faszinierend. Na gut, aber das wird 100% ein Sieg für uns. 6 Bomber. Der Target in der Karosse. Klasse? Ich weiß nicht, habt ihr das gerade mitbekommen? Das ist ja total bescheuert. Meine Photonentorpedos treffen mich ja nicht mal. Ja gut, dann lasse ich mal wieder alle aus den vollen Röhren feuern. Das hagelt im Getriebe. Nagelt sie fest, Unterdrückungsfeuer. Ah nein, ich bin nicht bei Company Furious. Feuer frei. Ich heizt. Größter Befehlshaber der KUS sorge dafür, dass niemand mein ruhmreiches Land betritt. Hypori gehört mir, vor allem wenn ich da gerade Providenzkreuze ausbilde. Das kostet nämlich immer sehr viel. Ja, und Verstärkung, das brauche ich jetzt überhaupt nicht mehr. Na doch, ja, du, ich nehme alle Verstärkungen, die ich kriegen kann. Schützt mein letztes Schiff. Ah, okay. Ach. Ein Schiff weniger, mehr oder weniger macht ohne mehr im Ratenfett. Zum Schluss habe ich ja sowieso noch die größten Kampfschiffe. Ja, sie fliehen! Flieht, ihr feigen Hundesöhne! Hätte ich auch gemacht an eurer Stelle. Oh, das muss ja für die peinlich sein. 4 Venator-Kreuzer, 22 Dreadnought-Kreuzer. Ich muss das jetzt nicht vorlesen, aber... Ich bin so gut. Aber manchmal muss ich mich selbst loben. Stopp. General Grievous, du hast deine Mission erfolgreich erfüllt. Wir haben sie vollkommen in den Arsch getreten. Wir haben den Sieg für uns geholt. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Fregatten ausbilden. Gut, lassen wir mal den Tag weiterlaufen. Und das erzähle ich unten Scheiß. Gefecht steht gleich bevor. Ja, was ist das denn? Wir haben... Was für eine Station haben wir denn hier? Ja, jetzt ehrlich mal. Das war doch irgendwo zu erkennen. Ach, da, Raum... Raum 3? Ja, Raum 3. Ja, ich glaube, das sollte klappen. Oh, Moment mal. 24 Akklamator. Dürfte schwierig, sicherheitsschwierig erweisen, aber wo holen die die ganzen Raumkreuzer her? Naja, das schaffe ich schon. Seht nur, noch strahlt unsere Raum... Ja, genau das wollte ich jetzt hören von dir. Mein Meister wird die Republik mit diesem Verrat nie davon kommen lassen. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wo die kommen sollen. Also schicke ich einfach mein Schiff hier hin. Die Jägerabwehrfregatte mal dann in die Mitte. Und sobald ein Feind kommt, hagelt es erstmal im Gelände da. Ich verstehe jetzt keinen Spaß mehr, ne? Die haben mich zuerst angegriffen. Ich wollte einfach nur ein einfacher, bescheidener Bürger sein. Aber nein.
Überraschenderweise kriege ich gerade ganz schön viele Fregatten. Ist ja auch gut so. Was ist das? Schill, ja klar. Ach, was soll's. Wir haben die Kohle. Boah, wie ich die Säulenraketenwerfer... Leute, ihr spielt da zu fünft oder zu sechst und ihr schafft nicht ein bisschen, ja? Oh, 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 oh. Jetzt wird's lustig. Oh, oh. So viele Jäger. Mhm. Nein, wie kommt ihr nur da drauf? Ich merke schon, ich habe hier voll die Blitzchecker drin. Na gut. Dann tut mal, was ihr am besten könnt. Oh. Raketenhagel. Aua. Aber echt jetzt mal. Doch, wie viel sind denn das? Die zerlegen mir mein Schiff, glaube ich, gerade. Feuert aus allen Rohren, egal wie. Gefeuert. Also, sobald diese alten Raketenwerfer-Dinger weg sind, denke ich mal, wird es ganz schwierig. Und wie ich es mir dachte, mein erstes Schiff zieht die voll Aufmerksamkeit auf sich. Und das wollte ich damit auch erreichen. Überraschung, Überraschung. Hä? So viel Taktgefühl hättet ihr mir gar nicht zugetraut. Wie? So viel Strategie. Strategiegefühl. Ich glaube, jetzt haben... Oh, wie viele Fregatten? Wie viele Fregatten? Nein! Überrennt mich nicht! Schon? Kann nicht sein. Nee, das Ding ist ja nicht mal angekratzt. Also, noch ist alles easy popeasy, es sei denn, die fangen an, meine Hauptschiffe anzugreifen, die ich dann nachrüsten muss. Das wäre schon blöd. Ich weiß nicht, was sie gerade versuchen, aber es klappt. Nicht. Feuer frei. Ich befehle dir das sofortige volle Feuer. Was machen die denn da? Das kotzt mich total an. Zieht euch nicht zurück, ihr beiden Schweine. Ihr habt doch keine Chance gegen mich in einem offenen Kampf. Oh Mann, ich wünsche, ich hätte mehr Großkampfschiffe. Das wäre viel einfacher. Oh, die ist neu. Oh ja, ey. Ach, ich habe schon ganz vergessen, wie viel Spaß dieses Spiel macht. Und noch einmal für die, die es nicht wissen. Das ist einfach nur eine Modifikation, ein Mod, den man auf, keine Ahnung, wie die Internetseite heißt. Guckt einfach Star Wars Republic at War Mod. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Giga. Ich glaube, das waren nur 800 MB. Also relativ klein. Dafür braucht ihr aber vorher Star Wars Empire at War. Das war die alte Variante davon, die nicht so toll ist. Ey, was? Also ich glaube, die haben es da. Halt meine Schilde noch? Ja, locker. Ja. So, jetzt sehe ich mal zu, dass hier sich hier meine Munition. Nein, das waren die Techno-Union. Ja, yeah. Die haben voll den krassen Beat drauf. Vor allem, wenn sie feuern. Oh ja, 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 ja. Also das nennt man Spielfehler. Das ist schlecht, wenn so etwas passiert. Ich glaube, die haben sich aufgehangen. Ja gut. Okay, also das war deutlich leichter, als ich es mir erhofft hatte. Oh. Okay, jetzt heißt es Jäger gegen Jäger. Wow. Achso, ich habe Raketenwerfer an Bord. Okay, dann heißt es nicht Jäger gegen Jäger, dann heißt es eher wir gegen die. Und die gegen uns. Oh, ist das putzig. Los, aus vollen Rohren zurückfeuern. Lasst sie den Schmerz spüren. Ja, immer zuerst auf den Antrieb hauen. Das macht Spaß. Die Klonkriege gefallen mir in Star Wars sowieso am besten. Weil es einfach geil ist. Die Republik, die alten Klontruppen
finde ich viel cooler als die total weißen Spinner da. Die Weißen haben keinen Plan von nichts. Ja, gut, die Sternzerstörer sind größer. Ah, vielleicht. Ah, nee, mach ich nicht. Nee, ich habe mir gerade gefragt, es gibt ja noch Star Wars Legacy Era als Modification für Star Wars Empire at War. Und ich habe mir überlegt, ob ich das euch auch mal zeige, aber. Ah, mal gucken. Kommt drauf an, wie die Nachfrage ist. Das heißt, ich frage euch gerade, ob ihr sehen wollt, dass ich Star Wars Legacy Era spiele oder nicht. Oder Era oder keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Das ist mir so von Schnuppe. Und ist mir auch Schnuppe, ob ihr Star Wars, ja, ich hau dir in den Po oder sowas nennen wollt. Das ist mir auch Schnuppe. Ja. Aber das läuft hier gerade ganz gechillt ab. Ich denke mal, ich habe hier keine Probleme mehr. Sie haben ziemlich wenig Widerstand geleistet, muss ich schon sagen. Ich hätte euch lieben gern mehr gezeigt, aber okay. Da fand ich das letzte Gefecht schon eher viel epischer, vor allem mit diesen vier. Nein, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, sauber. Vor allem mit diesen vier Venator-Kreuzern. Ich glaube, das waren die einzigen, die sie hatten. Würde mich ankotzen. Nein, wir haben eine Patrouillenfregatte verloren. Lasst uns eine kurze Schweigeminute für sie einlegen. Ach, ich kann das einfach nicht zu diesem Siegesmusikstück, keine Ahnung, wie er sein soll. Sauber. So, jetzt mal chillen. Ah ne, ich brauche erst Kohle, denn chillen. Ja. Ja. Jetzt können wir chillen ein bisschen. Bisschen easy machen hier, ne? Ach, ich konnte die Station auch noch aufrüsten, ja? Aber erstmal wollte ich hier unten gehen. Ist die schon Stufe 5 eigentlich? Nee, oder? Stufe 5. Warum hat die mir denn keine Großkampfschiffe zur Verfügung gestellt? Das ist ja beschiss. Hm. Eigentlich sollte die mir doch... Na gut, ist jetzt egal. Eigentlich hatte ich gedacht, die stellt mir noch ein paar Providenzkreuzer zur Verfügung, aber scheint nicht so. Mir fällt gerade was Erschreckendes auf. Ja, Geonosis hat nix. Oh, hat nix an Himmelsabwehr. Gott, was schicke ich denn da hin? Eigentlich würde ich am liebsten Großkampfschiff da. Hippogi. Ja, ist jetzt schlecht. Ich hoffe, ich habe jetzt mal ganz kurz ein bisschen Ruhe vor denen. Fahrzeug wird produziert. Ja, das sollte reichen. Ich denke mal, erstmal zur Abwehr baue ich noch. Einheit wird produziert. Ja, ich denke mal, das sollte reichen. So, ich brauche jetzt irgendeinen Deppen, der mal kurz hinfliegt. Ja, das... So, Scouting-Tour, würde ich mal sagen. Gleich. Ah, da habe ich ja auch schon so viel. Da muss ich hier auch mal ganz kurz... Ja, war irgendwie klar. Langstrecken... Langstrecken zeigt. Okay. Alles klar. So, du musst mal kurz scouten gehen. Sorry, tut mir leid. Wenigstens bist du für dein Vaterland gestorben. Oder für deine Vaterfabrik in Druidensprache eher. Aber Mann, ist der langsam. Was machen die denn da?